dem Foto bist du mit meinem Mann, oder? Kim, Schwester, seid ihr Liebhaber? Wo hast du diese Fotos gemacht? Jemand hat einen Umschlag auf meiner Windschutzscheibe hinterlassen. Ja, wir sind Liebhaber. Aber bitte erzähl meinem Mann nichts davon. Er bringt mich um, wenn er herausfindet, dass ich wieder betrogen habe. Und du hast unserer Mutter versprochen, sich um mich zu kümmern. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Der Schmerz eines doppelten Verrats zerriss mich. Übrigens bin ich nicht die erste Person, mit der er dich betrügt. Also sag danke, dass ich dir geholfen habe, seine Untreue zu enthüllen. Ich wusste nicht, was ich zu meiner Schwester sagen sollte. Ich ging nach Hause, um die Sachen des Betrügers von einem Ehemann zu packen. Als ich das Haus betrat, wusste mein Mann schon alles. Meine Schwester rief ihn an und erzählte ihm, was passiert war. Es ist nur so, dass du schwanger bist und ich Bedürfnisse habe. Reiche nicht die Scheidung ein. Zum Wohle unseres Sohnes. Du willst nicht, dass er ohne Vater aufwächst. Mein Vater hat meine Mutter sein ganzes Leben lang betrogen. Und sie vergab ihm wegen unseres Wohles. Infolgedessen wuchs Kim zu einem Betrüger wie er heran. Ich werde den Fehler meiner Mutter nicht wiederholen. Ich lebe lieber allein als mit einem Betrüger. Inzwischen raste ein Krankenwagen an unserem Haus vorbei und parkte beim Haus meiner Schwester. Ich wählte schnell Kims Nummer, aber sie ging nicht ran. Trotz des Schmerzes, den sie mir zufügte, sorgte ich mich um sie. Und nicht umsonst. Sobald ich zu ihrem Haus kam, sah ich, dass die Ärzte sie auf der Trage wegbrachten. Sie war bewusstlos. Was ist passiert? Sie ist einfach auf der Treppe ausgerutscht. Ich habe Kims Mann nicht geglaubt. Angesichts seines Grinsens wurde mir klar, dass es kein Unfall war. Kein Grund, mir zu danken. Wovon redest du? Ich war derjenige, der dieses Foto auf deiner Windschutzscheibe hinterlassen hat. Ich habe vor einer Woche von Kims Affäre mit deinem Mann erfahren. Und ich habe mich für uns beide an ihnen gerecht. Ich war schockiert. Ich wollte ihn mit der Polizei drohen. Aber unser Gespräch wurde von einem Arzt unterbrochen. Wer begleitet die Patientin ins Krankenhaus? Ich nicht. Ich reiche die Scheidung ein. Sie bedeutet mir jetzt nichts. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Groll und schwesterliche Gefühle kämpften in mir. Ich gehe mit ihr. Kim lag 7 Tage im Koma. Und die Ärzte trauten sich nicht einmal, ihre Zukunft vorauszusagen. Aber an dem Tag, an dem ich meinen Sohn gebar, wachte Kim auf. Schwester, danke, dass du mich unterstützt und mir vergibst. Ich unterstütze dich, aber ich habe dir nicht vergeben. Und ich weiß nicht, ob ich dir jemals vergeben kann. Denn diejenigen, die einmal betrogen haben, werden es wieder tun. Auf Bitte meiner Schwester habe ich gegen Jim vor Gericht ausgesagt und half dabei, ihn ins Gefängnis zu bringen. Ich habe meine Pflicht als Schwester erfüllt. Jetzt musst du die Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen. Ich möchte mein neues Leben ohne Betrüger und Verräter beginnen. Und leider ist da kein Platz für dich. Auf Wiedersehen. Erinnere dich immer daran, dass die traurigste Sache am Verrat ist, dass er nie durch die Feinde verursacht wird. Mein Mann hat mich 10 Jahre lang misshandelt. Schau dich an! Niemand braucht jemanden wie dich! Niemand will auf einem alten Schiff ins offene Meer segeln! Mike schämte sich nicht einmal, das vor anderen Menschen zu sagen. Schau dir Jane an und sag mir nicht, sie ist 30. Sie sieht wie meine Mutter aus. Wann immer ich versuchte, mich zu verteidigen, hielt er mich auf. Reagier nicht über. Die Wahrheit tut weh, nicht wahr? Er kam selten pünktlich nach Hause. Und kam manchmal überhaupt nicht nach Hause. Aber ich liebte ihn und vergab fast alles. Wo bist du? Ich bin beschäftigt. Mit wem sprichst du, Schatz? An diesem Abend ging ich nicht allein ins Bett. Ich wartete. Mai kam morgens an und sah mich gleichgültig an. Noch ein Wutanfall? Ich gehe. Für immer. Er sagte nichts, aber ich sah ein Lächeln auf seinem Gesicht. Ich dachte, ich wäre frei von ihm. Aber eine Woche später passiert etwas Unerwartetes.
Ich entdeckte, dass ich ein Baby erwartete. Mike und ich fingen an, uns jeden Tag zu sehen. Er hat mir Blumen geschenkt. Wir lachten und spazierten im Park stundenlang. Ich habe vergeblich darauf gewartet, dass er es bereut. Und nach der Geburt beschloss ich, ihn um jeden Preis zurückzubekommen. Ich verlor viel Gewicht, kaufte ein wunderschönes Kleid und rief ihn an. Wir sind wieder zusammengekommen, aber alles wurde sehr schnell wieder so, wie es vorher war. Und jetzt gab es eine kalte Gleichgültigkeit statt Beleidigung. Was denkst du, Schatz? Schrecklich! Alle meine Hemden sind dreckig. Wasch die Wäsche! Bald konnte ich es nicht mehr aushalten und verließ ihn wieder weinend. Ich zog 1000 Kilometer von Mike weg und traf einen anderen Mann. Paul liebte mich und meinen Sohn über alles. Er stimmte zu, nicht nur um mich zu heiraten, sondern auch mein Kind zu adoptieren. Wir lebten mehrere Jahre in perfekter Harmonie. Aber ich dachte weiter an meinen Ex-Mann. Bald fand ich heraus, dass Mike krank war. Er rief mich eines Abends spät an. Komm schon, es gibt niemanden, der mir hilft. Ich verließ meinen Sohn, meinen neuen Ehemann und eilte zurück zu meinem Ex. Ich glaubte, er hätte sich auf seinem Sterbebett verändert. Aber wie sich herausstellte, tat er es nicht. Bring mir Essen. Gib mir Wasser. Geh raus. Bald war mir die Geduld ausgegangen. Verstehst du nicht, dass ich beim dritten Mal für immer weg sein werde? Mike lachte mir nur ins Gesicht. Du bist so oft gegangen und zurückgekehrt. Du gehst nirgendwo hin. Am nächsten Morgen wachte er allein auf. Und ich nahm das erste Flugzeug zurück zu meinem Sohn und Ehemann. Aber dort wartete niemand auf mich. Um das Kind zu sehen, schreibe meiner Mutter. Im Gegensatz zu mir wusste Paul, was das Wichtigste war. Wenn du gehst, geh für immer. Verschwende nicht dein Leben an jemandem, dem du egal bist.